Pokémon Snap auf der Nintendo 64. Leute, ich grüße euch wieder mal zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Pokémon Snap auf der Nintendo 64 bzw. auf der Nintendo Switch mit dem N64-Emulator, das im Erweiterungspass von Nintendo Online enthalten ist. Leute, war doch schon mal ein spektakulärer Start. Let's go! Es starten wir all out durch. Ich habe leider keinen N64-Controller speziell für die Switch. Ich hoffe, ich komme mit dem Controls trotzdem irgendwie zurecht. Ja. Was mir auf jeden Fall wieder auffällt, ist, dass wir wieder mal dunkle Ränder haben. Oh, Leute, jetzt werden wir gespoilert. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, Leute. Das wollen wir nicht. Aber uns fallen Ränder auf, die möchte ich mal schnell beseitigen. Oh ja, das sieht doch schon wieder viel geiler aus. Oder was meint ihr? Let's go. Zieh mal durch. Dieses Design wird uns jetzt für das ganze Let's Play auch mit begleiten. Nintendo Snap ist so ein kleines Pokémon-Spiel in Hinsicht nicht auffangen. Klassischer Hinsicht, sondern wir wollen Fotos schießen. Wir schauen mal. Es ist lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Das sind Jahrzehnte zwischen. Und ich hoffe mal, ich kann vieles irgendwie mich irgendwie dran erinnern hier. Nee, ich möchte nicht gespoilert werden, danke. Es ist sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, bevor wir hier noch mehr gespoilert werden, sage ich mal einfach mal ab ins Game. Genau, wir haben Optionen, neues Spiel. Man sieht sofort hier diese Würfeltexturen. Was ist als erstes jetzt markiert? Das neue Spiel, glaube ich? Oder Option? Ah, perfekt. So, Bildschirm, das sollte eigentlich passen. Z-Trigger halten. Ja, das ist nämlich genau das. Uns wird natürlich die N64-Steuerung mitgegeben. Ich habe natürlich keins, ne? Das ist bitter. Okay, Leute. Neues Spiel. Zeit, uns einen Namen zu geben. Ich nenne mich ganz klassisch Wolfi. Oh, ich merke schon, die Controls, die sind nicht ganz angenehm. Aber ich denke mal, mit einem vernünftigen N64-Controller, speziell für die Switch, wäre das natürlich machbar. So. Wolfi! Okay. So heißen wir. Let's go. Hallo! Hallo, Wolfi! Mein Name ist Professor Eich. Ich bin Pokémon-Experte. Ich habe dich wegen eines Pokémon-Reports eingeladen. Ich möchte, dass du für meine Pokémon-Report Fotos von Pokémon machst. Hier auf der Pokémon-Insel kannst du überall wilde Pokémon finden. Und das hier ist das Zero-One-Mobil. Damit kannst du dich auf der Insel fortbewegen. Das Zero-One-Mobil fährt immer Richtung Zieltor, dem Endpunkt jeder Strecke. Soll ich diese Infos wiederholen? Nein. Auf der ersten Tour zeige ich dir, wie man Bilder macht. Ich zähle auf dich, Wolfi. Yay! Strecke wählen, genau, hier kann man auch speichern. Einfach speichern, Leute. Einfach instant speichern. Möchtest du weitermachen? Ja, Sishi. Okay, Leute. Dann starten wir mal einfach unsere erste Strecke. Und zwar ein Strand. Ein sonniger Strand. Großartig. Hier kann man bestimmt tolle Fotos schießen. Okay, jetzt möchte ich die Strecke wählen. Ja, auf geht's. Ja. Einmal dahin. Genau, wir spielen hier Todd. Das ist unser Fotograf. Warum kriegen wir jetzt solche Rahmen? Ah, okay. Oh mein Gott. Okay, drücke Z zum Zielen. Und A dann zum Foto machen. Okay. Drücke noch mehr Z und noch mehr A. Ja, das sollen wir machen. Ah, jetzt können wir bewegen. Schieße möglichst viele Bilder. Yay. Oh, ey, Dodo. Oh, jetzt haben wir keinen Stand. Oh. Da ist ein Dodo. Da ist ein... Ja, das Vieh muss... Ah, die Controls. Smetbo, bleib hier. Wirklich? Ja. Ah, die Controls, Leute. Oh, lol. Ah, schade. Okay, gucken wir uns weiter um. Ja, die Controls, die sind
schwierig, muss ich sagen, auf der N64. Mit dem Switch-Controller. Auch nicht schlecht. So, ein schlafendes Galaxo. Ich glaube, den weckt man später, oder? Okay, so, da ist ein Raum. Mozi! Alles in ganzen Würfeltexturen, Leute. Gut, es war damals auf der N64 so, ja. Das war noch andere Zeit. Aber Leute, wir kommen doch trotzdem klar, oder? So, wo finden wir noch ein paar Viechers? Let's go, da ist noch eine Mauzi. Kriegen wir nicht mehr, schade. Okay, wir haben noch 44 Bilder. Da ist Labras. Oh, verdammt. Leider nicht gut geworden. Ich hoffe, es ist ein bisschen was. Irgendwie. Oh. Ist doch irgendwas. Ja. Auf jeden Fall werden wir hier einige Pokémon begegnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Man findet hier natürlich nicht alle. Ja, das ist auch noch eine andere Generation. Ich glaube, hier ist auch nur die erste Generation vertreten. Also manches wiederholt sich gefühlt, oder? Was ist das? Evoli! Evoli! Was ist das hier? Scharnierer! Ja, die Controls, die sind halt weird. Oh, ein Kangama. Dreh dich mal bitte um. Einmal bitte fürs Foto, bitte einmal lächeln. Einmal lächeln bitte, der will nicht. Ja. Oh nein, was ist man hier? Zwei Taubsis, zwei von hinten. Warum auch nicht? Auch nicht schlecht. Oh, das hört sich doch schon nach dem Tor an. Oh Leute, hier ist die Fahrt schon zu Ende. Genau, ich werde einfach erstmal random quer durch die ganzen Gebiete gondeln. Mal gucken, was wir so erreichen können. Und wenn wir irgendwann alle Strecken einmal abgeschlossen haben, machen wir dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen Backtracking, weil es gibt gewisse Voraussetzungen, um wirklich alles machen zu können. Und dafür brauchen wir auch Punkte, da brauchen wir noch weitere Items. Das kommt natürlich durch die ganzen Punktesysteme hier rein. Ah, es wurden 52 Bilder gemacht. Ja, dann schauen wir mal. Und Taubsi. Okay, ja. Soll ich das dem Professor zeigen? Ja, ist okay. So, damit haben wir natürlich die ganze andere, die sind damit weg. Oder? Ne, man kann damit Z zum Vergleichen machen. Ich muss schon sagen, man sieht hier nicht wirklich viel, oder? Oh, das hier ist doch ein gutes Bild. Das hier ist doch ein besseres Bild. So, ansonsten, was haben wir hier? Ein Bild von Pikachu. Es wurde ein Bild von Pikachu gemacht. Ja, let's go, einmal machen. So, was haben wir hier? Ist Metro? Ich glaube, das hier ist schon mal besser. Ja. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Oh, das Metro nur von der Seite. Das ist halt... Ja, da hat mir das andere besser gefallen, tatsächlich. Oh, hier. Okay. Man kann auch so durch das Menü switchen. Ah, sieht cool aus, nicht wahr? Na, ich weiß nicht. Nicht wirklich, muss ich sagen. So, hier haben wir Mauzis. Mauzi rennt hinter einem... Taubsi hinterher, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Jetzt haben wir hier ein Bild von Labras, aber das ist jetzt nicht so gut geworden. Ja, ich finde die Art und Weise, wie das hier präsentiert wird, zwar nice, aber irgendwie anstrengend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und wir haben hier einen Dodu, der ist hier am besten noch aufgenommen. Oh, hier ist ein Taubsi-Foto. Okay, interessant. Oh, Evoli. Aber leider Evoli von hinten, Leute. Oh, ja, komm. Das ist gut. Und was das für ein Vieh ist, das weiß ich leider nicht. Das ist ein wahlloses Durcheinander.
Schade, das kann man leider gar nicht nutzen. Oh. Wäre natürlich zu schön, so ein Kangama. Okay, was haben wir hier? Ja gut, ich glaube, das hier ist am besten. Oh my gosh. Oh ja, das hier ist doch auch schick. Okay, ich denke mal, das dürfte es dann erstmal gewesen sein. Na dann, let's go. Schauen wir mal. Möchtest du diese Bilder zu Professor Eich übergeben? Ja. Let's go. Eichcheck. Was gibt's Neues? Ein Taubsi. Na, lass dich mal sehen. Das ist Taubsi. Ah, wie groß ist die Abbildung? Oh, wie gut. 300 Punkte. Ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? Oh, 750. Es ist ganz okay. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdopple deine Punktzahl. Wow. Nice. Wow. Es sind weitere Taubsis im Bild. Dafür gebe ich dir zusätzliche 10 Punkte. Wunderbar. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Genau, und das geht so immer weiter, Leute. Ah, lass mich mal sehen, das ist ein Pikachu. Wie groß ist die Abbildung? 250. Oh, es ist ganz okay. Die Pose? 350. Ist auch okay. Hm, kommen wir zur Technik. Oh, das Pokémon ist schon mal in der Mitte des Bildes. Ich verdopple einfach mal die Punkte. Wunderbar. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Ja, genau. Das geht immer so weiter hier. Das ist halt alles, was wir eigentlich vom Pokémon Snap haben. Und wir erweitern natürlich unsere ganzen Geschichten, je mehr Punkte wir auch am Ende haben werden. Das ist ein Smetbo. Wir haben 280 Punkte. Das ist nice. Die Pose? 750. Schön. Technik. Ja, es ist in der Mitte, das ist immer gut. Wird wunderbar. Einfach mal verdoppelt. Ja, wunderbar. Auch schön. Labras. Ja, das ist dann nicht so gut geworden. Und nicht so gut. Du warst nah dran. Aber das Pokémon sollte auf dem Bild größer sein. Ich finde es einfach mal nice, dass der deutsche Synchronsprecher von Eiche dabei drin ist. Mal, lass mich mal sehen, das ist ein Dodu. Wie groß ist die Abbildung? 320 Punkte, das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, die Pose sind nur 100, das ist leider nicht so nice. Was nah dran. Aber ein schöner Rücken, muss nicht unbedingt entzücken. Wow, die Sprüche damals. So, Evoli, leider nicht ganz in der Mitte getroffen, schade. Aber 480er ist schon großartig. Die Pose, 800, wow, sehr hübsch. Das ist die Technik. Warte, ein Pokémon befindet sich nicht in der Mitte des Bildes. Es wäre besser, wenn das Pokémon genau in der Mitte des Bildes wäre. Ja, schade, keine Extrapunkte. Okay, Kangama. Let's go, 520 für die Abbildung. Oh, das ist nice. Ah, die Pose, 10 Punkte. Das ist nicht so gut. Ah, ein schöner Rücken muss nicht unbedingt entzücken. Ah, Mauzi. Na, lass mal sehen, das ist Mauzi. Wie groß ist die Abbildung? 330. Ja, ist okay. Pose? Ah, sieht witzig aus. Mach mal 800 Punkte draus. Technik? Das Pokémon ist in der Mitte. Ich verdopple einfach mal. Das ist tadellos. Mach weiter so. Ich speichere die Ergebnisse deiner Fotoreise im Pokémon-Report. Warte, Wolfi. Geh zurück ins Labor. Alter, wir haben 10.000 Punkte. Ich habe die Bilder gesehen, die du gemacht hast, Wolfi. Sie sind jetzt im Pokémon-Report gespeichert. Wenn du mehr Pokémon-Fotos gemacht hast, werde ich dir weiterhelfen. Ja, Erfolg, Wolfi. Ach, übrigens, du kannst ab sofort den Pokémon-Report einsetzen. Yay! Pokémon gesehen, 8 Arten, Punkte 10.000. Bestes Foto. Ist das Mauzi hier? Ja, komm, das ist aber auch schon nice. Das ist schon schön gemacht. Das läuft doch bei uns. Ist ein witziges Spiel auf jeden Fall. Ansonsten, ja, man kann allgemein hier nochmal schauen, was wir hier eingesammelt haben. Wir haben jetzt hier nach Nummern sortiert. Ich denke mal, das ist auch ganz okay so. Man kann sogar neu anordnen. Nein, nein, nein.
nein. Okay, zurück zum Anfang. Ja, Leute, man könnte jetzt natürlich nochmal eine weitere Strecke starten, aber tatsächlich ist die Episode damit schon gerade voll. Das ist heute immer eine relativ kurze Episode. Komm, Leute, es ist die erste Episode, Pilotfolge. Ihr wisst, was das heißt. Pilotfolgen dürfen ruhig mal ein bisschen länger sein. So, dann let's go. Machen wir einfach weiter. Wolfie, du kannst nur die nächste Strecke erforschen. Yeah. Jascha, diesen Tunnel, dunklen Tunnel war früher ein Kraftwerk. Dort gibt es viel zu entdecken. Ich würde sagen, das machen wir einfach noch mit in dieser kleinen Episode mit rein. Einfach Pilotfolge, Leute. Let's go. Okay. Schauen wir mal, was wir hier Hübsches haben. Ja, wie schon mal gesagt, wir fahren erstmal durch die ganzen Gebiete, schauen, was wir so machen können. Oh, verdammt, ich habe falsche Taste zum Abdrücken. Elektroball. Elektroball. Und natürlich auch ein Elektrik hier. Das geht ja schon mal gut los. Auf jeden Fall hat dieses Spiel auch einige Secrets. Ich hoffe, dass wir sie auch irgendwie alle finden werden. Also ich glaube nicht, dass wir sie jetzt sofort finden, aber es wäre auf jeden Fall nice. Oh, Alter, die Fratze. Oh mein, ja. Let's go. Zieh mal die ganzen Dinge ein hier. Aber gibt's hier sonst nichts? Na gut, wir hatten Kokuna. Kokuna hatten ja aber schon. Oh, oh, oh. Boah, wer sollte damit rechnen? Da ist ein Ei. Da ist ein Pokémon-Ei. Was ist das? Oh, oh, was ist das? Was ist das? Ah. Ah, oh, verdammt. Na schön. Aber nach diesen Dingern zum Beispiel muss man auch, glaube ich, suchen. Die gibt es, glaube ich, auch in jeder Map. Oh, wer soll darauf reagieren? Oh mein, ja. Ein Dicker. Zusammen mit dem Pikachu? Dicker. Pikachu. Ich finde das cool, dass sie die deutschen Dinger reingepackt haben. Oh, wie schön. Okay, hier gibt es auch ein paar mehr Elektriks, aber mit denen kann man, glaube ich, auch nichts machen gerade. Ja, natürlich cool, wenn man jetzt hier noch sagen könnte, ja, mach mal die Maschine an oder so. Aber das ist irgendwie... Ah, dieser Gang ist ein bisschen komisch. Ja. Oh, Magnetilos. Was stimmt denn nicht mit euch? Oh mein Gott, ey, das sind diese Geräusche, ey. Oh mein Gott, was stimmt denn nicht mit euch? Oh mein Gott. Okay, das ist gruselig. Schade, schade, schade. Oh, da hinten ist schon unser Ausgang. Okay, also diese Magnetilos, die kriegst du jetzt überhaupt gar nicht, oder wie? Ah, schade, 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 schade. Aber man merkt, es sind Jahre zwischen seit meinem letzten Mal, so. Ah, oh, da vergisst man doch sehr viel, was da passiert ist. Oh mein Gott. Das Spiel aber auch nie auf 100% geschafft, muss ich auch ehrlich zugeben. Es wurden viele Bilder gemacht. Kann man das nicht überspringen? Auf jeden Fall bin ich auf diese Orbs-Geschichten dann noch gespannt. Albummark. Kion kann mit meinen Lieblingsbildern im Album speichern. Geil. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Pikachu, aber das ist nicht so nice. Oh, das ist schön. Ich glaube, das ging noch besser, oder? Na, obwohl, ich nehme erstmal dieses Pikachu-Bild hier. Ich glaube, das ist richtig schön. Hä?
Irgendwas ist mit der Sortierung hier gerade ganz falsch. Ah, nee. Mein Hur Pikachu, ist das hier eigentlich schön? Na, was ist das? Das sieht seltsam aus. Ah, schade, auf dem Pokémon-Ei ist er nicht interessiert. Oh, wir haben einen Alpollo? Nice. Das ist schon cool. Ich finde die Reihenfolge, wie das hier so markiert wird, etwas weird. Okay, so, was haben wir hier noch? Hier ist ein schönes Electric. Ich glaube, da hatten wir... Ja, der hat auch eine richtig gute Pose. Oh, Elektroball, das sich in die Luft jagt. Ich glaube, das könnte interessant sein. So, hier haben wir ganz viele Kokuna. Naja, vorhin nur eins. Das dürfte jetzt aber nicht so der Oberknaller sein, denke ich mal. Oh, Nahaufnahme. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Aber die Explosion brauchen wir auch. Schade ist, dass man halt nicht mehrere Dinger markieren kann. Von einem und demselben. Der ist gut. Obwohl, der hier... Nicht ganz in der Mitte? Ich glaube, der hier ist sogar noch mal ein Ticken besser. Ich wünschte mir, da wäre ein bisschen besser in der Front. Ja, das hier könnte eigentlich schon ganz gut passen. Oh ja, schönes Stick da. Oh, wie niedlich. Ja, und... Das ist ein wahlloses Durcheinander. Schade. Wirklich schade. Na gut. Dann denke ich mal, sind wir soweit durch mit den Fotos. Aber es kann sein, dass wir in künftig etwas kürzere Episoden haben. Wir müssen mal schauen, wie ich das künftig machen werde. Ich wähle Bilder aus, um sie im Pokémon-Album zu speichern. Nein. Das ist Platz für 60 Fotos, ne? Das ist auch interessant, dass du so solche Begrenzungen hast. Na ja, gut. Speicherplätze damals waren halt nochmal anders. Okay, zu Professor Eich. Josh. Eischeck. Was gibt's Neues? Ein Electric. Lass mich mal schauen. Es ist ein Electric. 330. Ja, ist das okay? Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Gut gemacht. Sehr hübsch. Na, kommen wir zur Technik. Ah, gut, das ist in der Mitte. Ich verdopple die Punkte. Wunderbar. Ja, wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Kokuna. Ja, nicht ganz zum nächsten geworden, aber ich denke mal, ist das okay. 220. Ja, ist nicht so gut. Ah, das Pokémon sollte auf dem Bild größer sein. Ja, sorry. Das ist mal ein richtig geiles Elektroball. Komm, das ist ein richtig gutes Bild geworden. 1000 Punkte. Gut gemacht. Sehr hübsch. Sieht die Pose aus? 900. Auch hübsch. Okay, die Technik. Einfach mal in der Mitte. Großartig. Wunderbar. Das Bild ist zahllos. Oh, schade. Ich hätte mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Okay, wir haben hier nochmal ein Pikachu. Es ist bereits ein Bild von Pikachu. Oh, gucken wir mal. Wie groß ist die Abbildung? Ah, ist sogar ein bisschen größer. Pose. Oh, die Pose ist genial. Technik. Einmal verdoppeln. Yusha. Ja. Gut gemacht. Dieses Bild ist viel besser als sein letztes. Yay. Cool. Weg. Einfach gelöscht. Kannst doch nicht mal aussuchen, wie du es machen möchtest. Es wird einfach gelöscht. Das ist ein Alpollo. Wie groß ist das hier? 280. Ja, es ist okay. Rose 800. Sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Oh, schön. Das ist super in der Mitte. Ich verdoppel die Punkte. Yay. Das ist ein Dicker. Oh, komm, das ist so schön gemacht. So, die Größe 430 ist nice. Die Pose 750 ist auch gut. Technik? Ah, das Pokémon ist in der Mitte. Sehr schön. Ich verdopple. Wunderbar. Oh, schade. Ich hatte so eine Anspielung mit Pikachu gehofft. Oh, Alter, 22.000. Wenn du noch 1870 Punkte im Pokémon-Rekord sammelst, habe ich ein Geschenk für dich. Oha. Willkommen zurück. Ja, danke. Drücke A. Okay, wir kriegen leider nicht mehr zu tun. Schade.
Aber wir müssen mal wirklich schauen, ob wir ein oder zwei Strecken in einem One schaffen. Tatsächlich kriegen wir jetzt, glaube ich, keine neue Strecke dazu. Oder? Nein, wir müssen das wiederholen, Leute. Wir müssen bessere Punkte schaffen. Okay, Leute. Gut, ich danke euch da wieder fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Freut euch drauf. Tschüss.